Hier gibt es noch einen anderen Aspekt, der etwas anders gelagert ist, aber unmittelbar damit zu tun hat. Und wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann bin ich mir fast sicher, dass viele Unternehmen oder viele Unternehmenslenker mich dafür hassen werden, dass ich Ihnen das in dieser Form hier heute mal rüberbringe. Viele Führungskräfte erwarten nicht nur, dass sie von ihren Mitarbeitern gemocht, anerkannt, geliebt werden. Nein, auf der anderen Seite erwarten sie von ihren Unternehmen Dankbarkeit für das, was sie dort tun. Und wenn sie diese Dankbarkeit erwarten, dann merken sie gar nicht, wie sie dann auch von Unternehmensseite her manipulierbar werden. Ein Unternehmen kann ihnen sowieso nicht dankbar sein. Ein Unternehmen, das sind Gebäude, das sind Anlagen, ja, das sind Geräte, was auch immer, das ist ein Unternehmen. Und wenn Ihnen jemand dankbar sein kann, dann sind das die Menschen im Unternehmen oder auch die Bosse in einem Unternehmen, Ihr Vorgesetzter. Der kann Ihnen dankbar sein und das ist das, worum es dann letztendlich auch geht. Und nicht wenige verbiegen sich dann nur aus dem Grunde, weil sie Dankbarkeit haben möchten oder auch Dankbarkeit erwarten. Sie machen dann möglicherweise Sachen, hinter denen sie gar nicht stehen, die gar nicht zu ihnen passen, die sie gar nicht machen möchten, die sie letztendlich aber machen, weil sie hier von jemandem Dankbarkeit erwarten. Es war jemand, ja, man könnte sagen, der hat für sein Unternehmen, für die Geschäftsführungsebene so manches heiße Eisen angepackt, so manche glühende Kohle aus dem Feuer geholt, manchmal auch zu Lasten und auf Kosten der Mitarbeiter. Und die Geschäftsleitung war immer aus dem Schneider, weil derjenige ja den Job gemacht hat. Das war derjenige, der hier ja Dinge getan hat, wo die Geschäftsleitung nicht in einem ja, schlechten Licht erscheinen wollte. So will ich das mal benennen. Und er war aber nicht unterm Strich glücklich darüber. Er hat das gemacht, weil es von ihm erwartet wurde und letztendlich auch, weil er Dankbarkeit und Anerkennung von seinen Führungskräften, von den Geschäftsführern bekommen hat. Die waren froh, dass sie diesen ganzen Dreck, will ich mal sagen, an ihn abgeben konnten. Und einige Jahre später, 3, 4, 5 Jahre später, bin ich nochmal wieder in diesem Unternehmen gewesen und in einer Filiale und da bin ich ihm wieder begegnet als einen gebrochenen Mann. Er hat einen Schlaganfall erlitten. Ob das jetzt damit zu tun hat, das denke ich mal, ist nicht das Entscheidende. Das weiß ich gar nicht. Das kann ich auch gar nicht sagen, ob das damit zu tun hat. Aber eins ist natürlich schon klar, dass so etwas natürlich auch nicht ohne Auswirkung auf die eigene Psyche vonstatten geht. Dass das natürlich auch Auswirkungen hat. Aber das Entscheidende war für mich, letztendlich zu sehen, wie dieser Mann ein, ja, stolzer, kräftiger, großgewachsener Mann, natürlich sich verändert hatte. Klar, er war wieder einigermaßen fit, es ging ihm auch gut, aber der entscheidende Punkt war, was man jetzt mit ihm gemacht hat. Man hat ihn aus der Hauptstelle wegbeordert in dieser Filiale und dort hat man ihn geparkt. Er hat irgend so ein kleines Kabüffchen, Kämmerchen bekommen, in dem er tätig war, wo er so ein paar Dinge noch gemacht hatte. Man kann auch sagen, man hat ihm dort das Gnadenbrot gegeben. Und das war etwas, wo ich tief beeindruckt war, aber nicht im positiven Sinn, sondern im negativen Sinn. An dieser Stelle ist man hingegangen, man brauchte ihn nicht mehr. Ja, man wollte ihn letztendlich nicht auf die Straße setzen, also hat man ihm dann etwas gegeben in irgendeinem Kabuff, wo man ihn dann untergebracht hat. Und für mich war das Entscheidende dann letztendlich auch, was er mir gegenüber dann auch im Gespräch gesagt hat, er hat sich nicht
offen beklagt. Das kann ich nicht sagen. Das würde auch gar nicht so zu ihm und zu seinem Charakter passen. Aber man kriegte schon mit, dass er tief traurig darüber war, wie mit ihm verfahren worden ist. Und in einem Nebensatz hat er auch erkennen lassen, dass all das, was er gemacht hat, und wir hatten mal über dieses Thema gesprochen, Dankbarkeit, was er da getan hat, dass es das überhaupt nicht wert gewesen ist. Alle Meriten, die Sie sich bei Ihrem Chef erworben haben, die sind in dem Augenblick, wenn dieser Chef nicht mehr da ist, aus welchem Grund auch immer, die sind vergessen, die sind nicht mehr da. In dem Augenblick, wo Sie einen neuen Chef bekommen, ist genau das vergessen. Und da habe ich schon so manches Schicksal erlebt. Das heißt jetzt nicht, dass Sie nicht etwas aus Engagement, aus Willen, aus dem, weil es Ihnen Spaß macht für Ihren Chef, etwas tun möchten, dass es Ihnen eine Herzensangelegenheit ist. Aber deswegen, weil Sie es tun möchten, weil es für Sie wichtig ist, weil Sie dahinter stehen, weil Sie hier letztendlich einen Job machen, der Ihnen Spaß macht. Und nicht, weil Sie unter dem Strich Dankbarkeit erwarten von jemandem. Ich habe allerdings festgestellt, dass diejenigen, die genau so handeln, die bekommen letztendlich alles. Die bekommen Respekt, Anerkennung, Dankbarkeit und verdienen auch noch Geld, weil sie sich nicht verbiegen. Wenn Ihr Chef Ihnen dann Dankbarkeit gibt, sich darüber freut, dass Sie so sind, dass Sie das tun, wunderbar. Aber das sollte kein Motivator sein. Auch da habe ich, wie gesagt, so manche Schicksalsschläge erlebt, wenn sich das Blatt wendet, wenn plötzlich jemand anders da ist. Wenn Sie anfangen, sich hier zu verbiegen, etwas zu tun, was Sie nicht möchten, dann werden Sie letztendlich auf der Strecke bleiben. Und eines sollte man nicht vergessen. Unterm Strich erlangen Sie dadurch eine gehörige Portion Selbstvertrauen.